Viele Anfänger fragen mich, besonders in letzter Zeit, Simon, du erzählst sehr viel von Intensitätstechniken, von sehr speziellen Trainings. Ich würde aber gerne mal mit einem Ganzkörpertraining starten, so wie du es gesagt hast. Wie baue ich das auf? Welche Übung mache ich zuerst? Und zeig mir doch einfach mal das perfekte Ganzkörpertraining. Das machen wir heute. Ich zeige es euch in meinem Gym, vielleicht für die Leute, die auch in meinem Gym trainieren. Ihr könnt euch direkt daran langhangeln. Macht 4 Sätze, hat 10 bis 12 Wiederholungen, also ein ganz klassisches Training ganz am Anfang. Und ich zeige euch jetzt mal die Reihenfolge von den Übungen. Fangt auf jeden Fall mit der Schulter an. Das heißt, wir fangen mit einer Übung für die ganze Schulter an, eine mehrgelenkige Übung, bei der wir wirklich die komplette Schulter trainieren. Nehmt eine Schulterpresse, setzt euch wirklich am Anfang erstmal an eine Maschine. Ihr drückt wirklich aus der ganzen Schulter raus, ein bisschen stärker aus der vorderen, ist aber auch nicht schlimm, die ist ein bisschen kräftiger am Anfang, die hat ein bisschen mehr Kraft. Zweite Übung, wir haben die vordere Schulter jetzt schon mal ein bisschen belastet, wir machen die Brust. Wir haben die ganze Brust beim Bankdrücken, beim Benchpress. Wir haben aber auch ein bisschen die vordere Schulter, das heißt, wir ergänzen die Übung so ein bisschen. Achtet auf jeden Fall auf die Reihenfolge, ganz wichtig, Schulter. Wir haben ein bisschen obere Brust bei der Schulterübung, danach kommt die Brustübung. Wir haben die Brust, wir haben die vordere Schulter. Wir haben bei beiden Übungen schon mal ein bisschen den Trizeps mit drin. Das heißt, alles, was wir drücken, geht auch gleichzeitig ein bisschen auf den Trizeps. Den machen wir danach einzeln. Wir können super eine Seilzugübung machen. Ihr könnt wirklich den Trizeps richtig schön bis zum oberen Punkt unten durchdrücken. Am Seilzug würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ihr kennt, jedes Gym hat einen Seilzug. Nehmt auf jeden Fall eine leicht gebogene Stange. Schnappt euch da wirklich keine gerade Stange, weil die am Anfang nicht so gut für die Handgelenke ist. Schaut, dass die Handgelenke ganz leicht eingedreht sind zur Mitte. Nehmt wirklich schön eine leicht gebogene Stange, drückt ganz durch, geht ganz langsam hoch. Dann habt ihr den Trizeps auch mit drin. Wir haben jetzt die Drückmuskeln fertig mit den ersten drei Übungen. Wir haben wirklich so diesen ganzen Drückbereich trainiert. Wir machen danach mit einer guten Rückenübung weiter. Schaut, dass ihr eine Übung nehmt, die so ein bisschen auf den gesamten Rücken einwirkt. Das heißt, drückt, zieht nicht nur zur Brust, dann hättet ihr nur zu viel den Latissimus drin. Zieht lieber zum Nacken. Dann habt ihr den inneren, den mittleren Trapez noch ein bisschen mit im Rücken. Und dann reicht auch eine Übung für den Anfang erstmal aus. Ihr könnt auch eine Ruderübung machen. Da würde ich wirklich drauf schauen, dass ihr eine Übung nehmt, bei der der Brustkorb so ein bisschen gestützt ist. Dass ihr ein bisschen im Lendenwirbelsäulenbereich, dass da nicht so viel arbeiten muss, dass der Rücken sich wirklich auf die Bewegung konzentrieren kann und dass ihr hier nicht so viel stabilisieren müsst. Eine Rückenübung, danach, ihr habt dann den Zugmuskel so ein bisschen vorbeansprucht, danach kommt der Bizeps. Nehmt auf jeden Fall zum Anfang eine Maschine, nehmt ruhig eine Squatbank oder irgendeine Bizepsmaschine, da könnt ihr wirklich viel Kraft reinbauen. Ihr könnt euch da mit dem Gewicht steigern, für den Anfänger wirklich ganz gut. Nehmt eine schöne Bizepsmaschine, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Auch 4x10 bis 12, das reicht am Anfang völlig aus. Danach niemals vernachlässigen die Beine. Nehmt euch eine Übung für die Beine, wo ihr wirklich die ganzen Beine trainiert. Wenn ihr noch keine Knie beugen könnt, nehmt euch eine gute Beinpresse oder eine gute Beinmaschine, wo ihr wirklich aus dem ganzen Bein drückt. Nehmt auf gar keinen Fall Beinstrecker am Anfang, weil wenn ihr nur den Quadrizeps, den oberen Bereich trainiert, werdet ihr bald merken, dass ihr Knieprobleme habt, weil der Beinbizeps nicht genug drin ist. Deswegen schaut wirklich, dass ihr eine Drückübung habt für das Bein. Beinpresse, am besten werden Kniebeugen, saubere Kniebeugen. Schaut bei uns auf der Seite, wie sie gut funktionieren. Das wäre ganz sinnvoll. Nach den Beinen, ganz wichtig. Viele vernachlässigen den Muskel, weil man ihn jetzt nicht so unbedingt sieht am Anfang. Lendenwirbelsäulenbereich, unterer Rücken, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Setzt euch auf keine Maschine. Nehmt wirklich diese Ständer. Ihr kennt es von unseren Videos, nehmt eine Übung, wo ihr mit dem eigenen Körpergewicht arbeitet. Ist ganz wichtig, ein wichtiger Muskel, der bei ganz vielen Übungen wirklich zur Stabilisation dient. Vernachlässigt ihn nicht. Ihr werdet sehen, wenn ihr den jetzt vernachlässigt, kriegt ihr später Probleme mit den Bandscheiben, mit dem unteren Rücken und ihr könnt dann auch nicht so gut aus dem oberen Rücken ziehen. Danach kommt nur noch Bauch. Macht eine schöne Bauchübung, macht eine, wo ihr nicht zu viele Wiederholungen schafft. Ihr könnt da gerne eine Maschine nehmen, ihr könnt aber auch gerne einen Roman Chair nehmen zum Beispiel. Schaut, dass ihr es langsam ausführt, dass ihr nicht mehr als 15 Wiederholungen schafft. Denkt nicht, dass ihr mit 40 Wiederholungen einen guten Waschbrettbauch bekommt, das stimmt nicht. Wir wollen da auch genauso die Muskeln aufbauen wie bei allen anderen Übungen. Also nehmt eine schöne Bank, wo ihr wirklich so 12 bis 15 Wiederholungen schön sauber machen könnt.
So, das ist meine Empfehlung für einen Ganzkörperplan. Es gibt natürlich auch andere gute Ganzkörperpläne, die sich eher so an freien Gewichten orientieren. Ich würde euch den am Anfang auf jeden Fall empfehlen. Testet ihn aus und ihr werdet sehen, ihr bekommt gute Erfolge mit dem Plan. Also an alle Anfänger, das ist euer Plan. Besonders Anfänger fragen mich häufig nach dem perfekten Trainingsplan.